Eric, erstmal herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Einige Studenten unserer Hochschule werden für ein Semester auch nach Kalifornien gehen. Ich möchte dich jetzt bitten, einen Tipp an die Studenten zu geben. Was müssen sie beachten? Beachten, was man nicht tun soll oder was man unbedingt tun soll? Was man nicht tun soll. In Deutschland lernt man bestimmte Klischees über die Amerikaner. Die sind zum Teil wahr. Also die meisten sind wahr. Wir sind viel zu fett. Wir sind viel zu religiös. Wir gehen zu oft in die Kirche. Wir wissen nicht sehr viel über die Welt da draußen. Und es interessiert uns auch nicht. Solche Sachen. Also Sie kennen ja die Klischees. Schauen Sie darüber hinaus. Akzeptieren Sie sie. Die Leute sind so, es gibt Gründe, warum sie so sind. Die sind aber gute Leute, die sind intelligente Leute, die sind fähige Leute und die sind interessante Leute. Also wenn man mit offenen Augen dahin geht und nicht nur mit den Klischees, wird man verändert zurückkommen. Wirklich so, ja, ja. Zu 99%, ja. Und dann muss es so sitzen, also, dass man es gar nicht unterscheiden kann. Erstmal ist es aussichtslos. Also man erkennt einen Deutschen sofort an zwei Sachen. Erstmal, er spricht perfekt, keine Sprichwörter in der englischsprachigen Welt, jeder hat einen Akzent. Die Deutschen sprechen wie eine kleine Handvoll, ich glaube, es gibt wahrscheinlich noch 12 Menschen in England, die dieses sowjetische, sprechen. Welche Fehler dürfen in Amerika gemacht werden als Deutscher und welche dürfen überhaupt nicht gemacht werden? Man soll sich nicht ganz ausziehen auf dem Stand. Das soll nicht gemacht werden. Fast alle anderen Fehler können gemacht werden. Sprachfehler sowieso. In Amerika spricht jeder Zweite kein gutes Englisch. Also ist ein Ausländer. Man ist daran gewohnt, dass man einen Akzent hat oder fehlerhaftes Englisch spricht. Es ist charmant, wenn man das zugibt und einfach weiterspricht und sich nicht einschüchtern lässt. Das ist dann charmant, das ist gut. Was man nicht tun soll unbedingt, man soll nicht unfreundlich sein oder die Dinge tun, die die Amerikaner für unfreundlich halten. Wenn man nicht ein bisschen lächelt am Tag, gilt man als jemand, der unangenehm ist. Man sollte vor dem Spiegel üben, ich meine das ernst, man sollte vor dem Spiegel üben. Also Amerikaner tun es, die üben vor dem Spiegel zum Lächeln, bevor man rübergeht und dann es richtig tun. Wohl, zehn ist unwohl. Wohl. Jetzt, Moment. Wohl oder unwohl? Es jetzt! Warten Sie nur ab. Und wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, oder Sie sprachen vorhin darüber, Toilette ist nicht der offizielle Sprachgebrauch in Amerika. Richtig. A Toilette ist ein Porzellanschüssel. Der Raum heißt Bathroom oder Restroom. Wenn man auf Toilette muss, sagt man nicht, ich muss jetzt richtig einlegen. Man sagt, wo ist das Restroom? Ich möchte zum Restroom. Und die richtige Frage, die richtige Antwort, die einzige richtige Antwort auf die Frage, wo ist die Toilette, ist, die Toilette ist, wie überall in Amerika, im Bad. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Es ist auch starrer. Die deutsche Sprache ist komplizierter, aber auch flexibler. Und das kommt von dem Satz Bad.